herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Offbeat. Heute mal ganz anders im Studio und ganz gesetzt, weil wir hatten ja in der letzten Zeit auch jede Menge um die Ohren. Ihr wisst, die große Nacht, sie hat stattgefunden. Die Kritik ist recht unterschiedlich. Meiner Meinung nach war sie genauso chaotisch, wie sie hätte sein sollen. Nur ein Punkt, der ärgert mich ein bisschen, nämlich Philipp Bohr. Der machte da so eine Bemerkung. Ja, ich weiß. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, was meint der bloß damit? Also wir sind nicht drauf gekommen, Andrew und ich auch nicht genau. Das ist übrigens mein Studiogast. Hi, Andrew. Guten Abend oder auch nicht. Jedenfalls, Philipp hat uns damit einige Rätsel aufgegeben. Denn was meinte er wohl damit? Wollte er nicht hier auftreten bei uns oder wollte er nicht Playback auftreten? Weil es kam ein bisschen so rüber oder so ein bisschen so raus, habe ich gehört, dass viele Leute gesagt haben, ihr habt ihn gezwungen, Playback zu spielen. Haben wir nicht. Das war sein ausdrücklicher Wunsch. Er hat wohl erst gemerkt, als er auf der Bühne stand, was für ein Kardinalfehler er da möglicherweise gemacht hat. Die Quittung hat er ja auch gleich gekriegt. Ja, genau. Platsch hat's gemacht. Gut, zu Gast, selbst schuld, ne? Andrew, was meinst du? Sowas kann man sich doch nicht aufbinden lassen. Nee, ne? Würdest du das machen? Absolut nicht. Absolut nicht. Andrew Eldridge, The Sisters of Mercy, Wahlhamburger, Fechter, ja. Urlauber zurzeit, ja, Dauerurlauber. Du kommst gerade mehr oder weniger aus Los Angeles zurück. Was hast du da gemacht? Ich habe mich gut gelangweilt. Gut gelangweilt. Kann man das in Los Angeles? Ja. Ja. Die beste Stadt. Die beste Stadt zum Langweilen? Überhaupt. Das musst du mir näher erklären, das verstehe ich nicht. Da gibt's nichts. Gar nichts. Menschen, nichts. Nichts? Nur Verkehr. Und deswegen hast du dich dahin zurückgezogen. Aber du bist ja auch nicht so ein Mensch, der überhaupt unter Menschen geht, oder? Nur mal angucken. Mal angucken. Nur mal außen stehen und angucken. Mitmachen ist mir ziemlich schwer. Mhm. Vielleicht gucken wir uns erstmal ein bisschen Musik an, damit du auch so ein bisschen erst in die Stimmung kommst. Hast du irgendwelche besonderen Wünsche? Ja, zur Not schon. Zur Not schon. Irgendwas von mal weiter. Mach mal weiter, na gut. Dann gucken wir erstmal ein bisschen Musik. Andrew Eldridge zu Gast hier bei Offbeat. Das ist mein Co-Moderator heute. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Noch nie? Nee. Schlecht bezahlt, oder? Es ist sehr schlecht bezahlt, aber es ja, ist... deswegen. Verdienst du mittlerweile genug? Nee. Auch nicht, ne? Nee. Man verdient eigentlich nie genug, oder? Echt nicht. Wann bist du denn nach Hamburg gekommen, genau? Vor 3 Jahren ungefähr. Und warum? Tja, eine lange Geschichte und ziemlich peinlich. Warum peinlich? Ja, mach mal weiter. Ach, du kannst doch nicht an der Anfang, mach mal weiter. Du kannst doch ruhig erstmal eine anstecken. Also, du wohnst in Hamburg. Ich will nicht sagen, wo, sonst hast du nämlich die ganzen Mädels vor der Tür. Und lebst ja auch schon seit einiger Zeit in der Stadt. Ja, ab und zu. Richtig, ab und zu. Bist ja auch beim Fechtverein. Ja. Was machst du denn da? Fechten? Ist das so dein Sport? Ja, könnte man sagen. Ich war als Schüler... dazu gezwungen, weil ich konnte kein Rugby spielen. Du konntest kein Rugby spielen? Das mochte ich auch nie. Das ist fürchterlicher Sport. Der Mensch ist zu zerbrechlich, Rugby zu spielen. Und deshalb bist du auf Fechten gekommen, um dir die Leute so vom Leib zu halten. Es ist so heute noch so ein bisschen deine Einstellung auch, oder? Es ist so ein bisschen Zen oder die Kunst des Fechtens. Jo. Irgendwie. Irgendwie. Wie oft gehst das du denn... Das klingt ja ein bisschen pompös, aber es stimmt. Wie oft in der Woche gehst du denn zum Fechten? Ja, 2 oder 3 Mal, wenn ich Zeit habe. Ja. Und das ist richtig hartes Training? Bist du dann richtig... Ziemlich anstrengend, ja. Ja? Geht das so richtig auch in die Knochen oder fühlst du dich dann richtig so... Bei mir in den Knien. In die Knie. Also trotz Rugby hast du Knie... Also trotz kein Rugby hast du Knieprobleme. Ja... Aber das Fechten überlebe ich. Das Fechten überlebst du. Es gibt ja da mehrere Sachen. Also da gibt es Säbel und Florett und Degen. Was genau machst du denn da? Also
Ich bin Säbelmeister. Ein Säbelmeister? Ja. Ist das die schwerste? Ist nicht die schwerste, oder? Die schwerste, oder gibt es da so unterschiedliche Gewichtsklassen? Nee, Degen ist die schwerste. Ja. Hast du da genügend Möglichkeiten in Hamburg zu trainieren? Eigentlich nicht, weil hier in Hamburg wird so selten mit Säbel gefochten. Hm. Das ist überhaupt so ein bisschen... Aber ich muss also ein bisschen mit dem Degen. Hm. Das geht dann hier in Hamburg. Prügeln. Hättest du nicht mal Lust, nach Tauberbischof sein zu fahren? Ja. Damit zuzugucken? Kurz Urlaub machen. Kurzurlaub? Urlaub. Zum Training? Urlaub, Schlacht. Wäre doch vielleicht mal eine Möglichkeit, ne? Ja? Schon. Schon. Ich fürchte, wir müssen noch ein bisschen Musik gucken, damit du noch ein bisschen mehr in Stimmung kommst. Während das. Kennst du Turnpike TV? Nee, nie gehört. Nie gehört. Also das ist eine englische Firma, so gegründet 1981. Und die haben damals schon angefangen, so ganz ausgepflückte Videoprogramme zusammenzustellen. Kennst du nicht? Noch nie gehört? Also ich habe keinen Fernseher. Also es ist. Ach, na gut, okay. Also dann erzähle ich das euch mal. Turnpike TV, das ist also eine Firma aus England, die haben also vor Jahren schon angefangen, ganz abstruse und wirklich sehr, sehr gute Videos zu machen und zusammenzustellen, das Kaufkassetten. Ein paar von den Videos, die Turnpike-Jungs gemacht haben, die haben wir schon gesehen, zum Beispiel Two Cut. Es gibt auch eine hauseigene Firma, die heißt der Turnpike Cruises. Und jetzt kommt der Hammer für alle Offbeat-Zugucker, wenn ihr den vollständigen Katalog wollt, welche Videos die so haben. Das geht also von Wallpaper-Videos. Kennst du die? Nee? Das ist also, du schiebst also so eine Kassette ein und da ist da zum Beispiel drauf ein Aquarium. Ach Gott. Ja, aber wirklich gut. Oder zum Beispiel, eins heißt Baby. Da ist nur ein Säugling. Eine Stunde lang Säugling. Also, auf jeden Fall verrückte Sachen. Und wenn ihr. Ich interessiere mich nur für nackte Frauen und Drogen. Ne? Nackte Frauen und Drogen, da reden wir gleich weiter. Gleich haben wir das. Aber auf jeden Fall gucken wir uns das an von den Turnpike Cruises. Das ist die hauseigene Truppe. Die machen nämlich auch ganz kräftige Musik. Und wie gesagt, wenn ihr an dem Katalog Interesse habt, dann schreibt uns. Wir geben das weiter. Die Jungs von Turnpike haben uns das Angebot gemacht, dass sie kostenlos die Kataloge an die Offbeat-Gucker ausschicken. Also die Turnpike Cruises. Andrew Eldridge, immer noch zu Gast hier bei Offbeat, er ist mein Co-Moderator, noch ist er noch nicht so richtig warm, er ist etwas nervös, denke ich. Ich habe noch keinen Kaffee gekriegt. Du hast noch keinen Kaffee gekriegt? Nee. Aber das können wir ja besorgen, das ist kein Problem. Gerne. Ja? Wollen wir dir gleich einen Kaffee holen und dann weitermachen? Und zwar mit Vollmilch, also grau, schön grau, englische Art. Englische Art, aber ich fürchte, der Kaffee ist ein bisschen stärker als der übliche englische Kaffee. Ja, zittere ich schon. Du willst wirklich einen Kaffee jetzt? Na gut, okay, ich hole ihm einen Kaffee und währenddessen gucken wir noch ein bisschen was von den Turnpike-Jungs an. Die haben noch einen Clip gemacht mit den Alien Sex Fiend. R.E.P. RIP. Rest in Peace. Just a minute. So, Andrew, jetzt hast du dein Kaffeechen. Bin ich nicht wie eine Mutter zu dir. Cheerio. Jetzt erzähl mir mehr von Frauen und Drogen. Du bist so jung. Ich bin zu jung. Ich sehe bloß so jung aus. Wenn du ein bisschen älter bist. Wie alt? So alt wie ich zum Beispiel. Wie alt bist du denn? Tierisch alt. Komm, ein bisschen. Ich muss jetzt ein bisschen quengeln. Ja, ich bin noch nicht 30. Du bist noch nicht 30? In diesem Leben? In diesem Leben. Im vorigen schon. Na gut, dann reden wir vielleicht ein bisschen über die Musik. Nicht von dir, weil du bist gerade in einer kreativen Pause, wenn ich das richtig begreife. Was hältst du denn von Alien Sex Fiend? Nie gehört. Nie gehört? Nie vorher gehört? Hat was mit den Gruftis zu tun, oder? Mit Gruftis, genau. Tja. Was hältst du denn überhaupt von Gruftis? Das ist ziemlich blöd, ne? Die Grufti-Szene, meine ich. Ja? Ja, die berufen sich aber alle so ein bisschen auf dich. Also nicht, dass du so... Echt? Ja, echt. Wieso denn? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht im Geringsten. Ich meine, ich finde deine Songs wirklich herzerfrischend, fröhlich und... hast du recht. Mich treiben die immer auf. Ich finde die richtig gut. So. Also ich muss nicht gerade drüber Vielleicht lachen. Vielleicht erzähle ich dir ein bisschen von den nackten Frauen. Ja? Also deine Musik ist... Die gibt mir so ein richtiges Lustgefühl. Auf alles Mögliche. Wie viel hat Musik mit Lust zu tun bei dir? Viel.
Viel? Ist das so gut wie mit Drogen und Frauen? Nee, aber weißt du, ich bin nicht so gut mit Drogen und Frauen. Nicht so gut? Deswegen Musik? Also ich bin ziemlich klein, ziemlich zerbrechlich. Kein guter Ficker, ne? Muss ich also aber Musiker werden. Aber irgendwann. Ist klar. Alles lernt sich. Und dann bist du Musiker geworden. Wann genau hast du den Entschluss... Einigermaßen. Wann hast du denn den Entschluss gefasst? Reiner Zufall. Das war 81 oder 82, glaube ich. Mhm. Ich war damals Schlagzeuger. Tierisch schlecht. Mhm. Und da hast du dann gemeint, jetzt muss da richtig was werden daraus. Also ich wollte keinen richtigen Job, ne? Du wolltest bloß nicht richtig arbeiten. Genau, so ist es. Darum geht's immer. Darum geht's immer? Darum geht's beim Rock'n'Roll, dass es lauter Leute sind, die nicht arbeiten wollen? Ich war dazu trainiert, also damals dazu trainiert, Chinesisch zu übersetzen, ne? Mhm. Du hast überhaupt ein Faible für komische Sprachen. Du hast auch Deutsch gelernt, ne? Wie bist du denn da? Also, es tut mir leid, ich habe meine Sprachfähigkeit in Amerika verloren. Also vor kurzem. Als du drüben warst beim Urlaub, verliert man das da so schnell? Weil die Amis können auch kein Englisch, ne? Das ist nur so Basis-Englisch, ne, was die reden. Man redet überhaupt nicht. Jeder sitzt im Auto. Und fährt aneinander vorbei. Ja. Wie bist du denn auf Deutsch gekommen? Das ist ja nun mal eine sehr ungewöhnliche Sprache. Für einen Engländer zumal. Das muss da wirklich... Nee, ich bin angelsächsisch. Hart, ne? Ja. Ach, da die Verbindung, ja. Gut, klassischerweise. Ja, seit dem 5. Jahrhundert. Mensch, du bist ja auch noch gebildet, richtig. Das ist ja der Hammer. Sag mal, ich habe gehört, dass du dich für Kindergedichte interessierst. So. Nur die gemeinste. Nur die gemeinsten, so 10 kleine Negerlein. Kannst du uns das mal aufsagen? Ich kann das nämlich nicht mehr. Ich habe so... 9 kleine Negerlein, die gingen auf die Jagd, der eine wurde totgeschossen. Da gibt es jetzt nur 8, oder? Ja, genau. Ja. Was hat dich daran interessiert? Wolltest du das bearbeiten? War das mal so eine Idee oder ist das noch eine Idee von dir? Nee, ich habe nur eine billige CD gekriegt. Eine billige CD? Die heißt Biba Butzermann. Biba Butzermann? Es tanzt ein Biba Butzermann. Ja. Diese alten deutschen Kinderlieder, die sind ja... Die sind ja wirklich gemein. Die sind wirklich gemein, ne? Die gehen richtig unter die Gürtellinie. Die sind teilweise richtig faschistisch, finde ich. Findest du nicht? Mhm. So mit 10 kleine Negerlein und so. Da gibt es auch einen Vers, der heißt irgendwie mit Tod geschissen, ne? Nicht geschossen. Kennst du den? Nee. Na doch. Ist richtig hart. Wie bist du an das Material rangekommen? Wer hat dich da irgendwie eingeführt? Oder hast du das selber mal gefunden irgendwo? Ja, wie gesagt, billiger CDs. Achso, auf so einer Märchen-CD oder was? Also, da hast du die gefunden? Ja. Mhm. Und hast du vor, was damit zu machen? Sisters of Mercy mit deutschen Kinderliedtexten? Nee. Also vielleicht ein paar Mal in Bayern auftreten, ne? In Bayern? Die stehen auf sowas. Das habe ich auch gehört, dass die auf sowas stehen, ne? Ja. Stimmt. Nur es ist wirklich schade, dass der Gauwale und der riesige Frosch der riesige weg sind. Frosch? Ja, dieses Strauß-Ding. Mhm. Ja, der ist nun mal, ne? Weil die Beine sind nicht mehr so komisch wie früher. Seit er weg ist, meinst du? Kann man nicht so wie früher genießen. Mhm. Schade. Es gibt ja einen deutschen Musiker namens Rio Reiser. Hast du von dem schon mal gehört? Nee. Nee? Ja, der wollte zum Beispiel auch nicht mehr nach Bayern kommen. Du willst aber schon noch dahin kommen, oder? Zum Spielen zumindest. Ja, mal angucken. Mal angucken. Mal wieder angucken. wenn du so eine kreative Pause hast, wann merkst du denn, wann es wieder soweit ist? Für die nächste Platte. Also ich sitze in meiner Wohnung vor dem Mischpult und ich warte. Und dann endlich singt mir jemand zu. Jemand? Jemand besingt mir. Besingt dich? Mhm. So eine Muse sozusagen von hinten ins Ohr? Mhm. Ja? Dann ist das Lied plötzlich da.
Passieren alle deine Lieder so schnell oder so abrupt oder so? Muss man noch bearbeiten. Ist klar, aber die Ideen, die kommen alle so wusch, das ist nicht so nach und nach, dass so etwas wächst, sondern es ist einfach so im Stück. Man kann so die Ideen nicht. Erfinden. Ist nur irgendwie da. Und man hat sie im Griff oder nicht. Und was meinst du? Ja, was weiß ich bin kein Musiker. Ne? Na gut, dann gucken wir uns ein bisschen Musik an. Vielleicht überlegt es sich dann noch woanders, ob du doch ein Musiker bist. Besser als der auf dem Bildschirm, auf jeden Fall. Offbeat präsentiert Ostern in Bonn. An Fest wie Weihnachten. Das zweite Lotzow in Friedens. Mit einstürzenden Neubauten. They Might Be Giants. Killing Joke. Cassandra Complex. Fields of the Nephilim. Laibach. Borghesia. Jingo de Lunch. Mouche Volance. A Split Second. Invisible Limits. Pink Turns Blue. Und Klinik. Ostern, 26. und 27. März. Bonn Biskuithalle. Telefonischer Kartenservice 0228 612044. Also der höchste sogar die Osterhasen sind. Sag mal, Andrew, kennst du Link Ray? Ja, nur vom Sehen. Nur vom Sehen und vom Hören sagen? Ja, merkwürdig. Rumble Link Ray. Der war bei uns im Studio. Und der hat irgendwie in der Stadt ein Konzert gegeben und dann haben wir ihn gebeten, die 2 Minuten für uns zu machen. Es ist also, wenn, weißt du, wir stellen irgendwelchen Leuten 2 Minuten Sendezeit zur Verfügung und die können machen, was sie wollen. Willst du mal sehen, was er gemacht hat? Gerne. Gut, Link Ray. Ready? Yes. Now? Hi, this is Link Ray and I'm on Offbeat, right? I think that's what they call it here in Hamburg, Germany. And I got 2 minutes to say, this is a 59 model Les Paul Gibson SG. I've had this ever since Rawhide. And I got down here, and they're going to show it later on because I'm very religious. And this is called Jesus First. And when you put Jesus first, then you're always, you know, you can never grow old, you know, in your spirit, in your body. And I'd say never take dope, because when you take crack, when you take smack, and you take heroin, you take marijuana, and you take all that, you're only fooling yourself. You're not fooling me, you're not fooling anyone else, you're fooling yourself. Make music, make rock and roll. If you want to get high, you know, just play rock and roll, man. Get you some album, get you some earphones, do whatever you want to, but stay off the crack and the smack and the heroin and the marijuana and whatever, man. You know, that's no good. I'm telling you, man, it's killed a lot of my friends and a lot of people I don't even know, you know. So this is my 2 minutes message. Don't do it, you know. Okay? I'm telling all you guitar players out there who plays rock and roll, who think going to parties and having all the smack, cracks, marijuana, heroin parties is going to be hip. Man, you ain't hip at all. You ain't not even cool. You're missing the point completely. You know, get high with God. Get high with Jesus. And play your rock and roll. Let the kids, because I was playing Berlin last night, and the kids, they was touching my guitar. We had one big revival there, just like if you go to any church, you know. I mean, I was in church last night, man. I had, my audience was 16, 17-year-old kids who never heard of Rumble. Rumble came out in 1958. Okay? Fine. 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 Mr. Link Ray. Talking about everything. I mean, life. Mir ist es völlig egal, ob alle Gitarristen der Welt aussterben. Das ist völlig egal. Ja, ich meine, das ist bemerkenswert, dass genau solche Leute, von denen man genau weiß, wie sie früher drauf waren, also brauchst du bloß Lou Reed angucken, ne? Der ist jetzt, ne? Und Link Ray auch und so. Aber irgendwo müssen sie ja ihre Erfahrungen erstmal gesammelt haben, oder? Wie meinst du? Also Betäubungsmittel sind ja sehr schlecht. Sind schlecht? Ja. Fürchterlich schlecht. Aber aufputschen macht sowieso frei.
Putsch macht frei. Tja, das kann ich an dieser Stelle natürlich nicht gutieren, das darf ich nicht. Ne? Darf ich nicht hier so rumsitzen und sagen, ja, nimmt alle irgendwelche Aufputschmittel. Aber ich meine, es gibt ja auch natürliche Art. Das wäre ja schlecht. Das wäre schlecht, ne? Aber es gibt ja natürliche Aufputschmittel. Ja, vielleicht sollten wir uns die Charts mal anschauen und danach was von Sonic Youth und bis dahin fällt uns vielleicht noch was ein. Kann sein. Na? Offbeat Charts. Ermittelt und präsentiert von WOM, World of Music. Nummer 20, Louis Tillet, Ego Tripping. 19, Fair Sex, The Mental Forces. 18, Suicide, A Way of Life. 17, Danzig. 16, Shaman, In Borba, We Trust. 15, Dinosaur Jr., Buck. 14, The Fall, I'm a Curious Orange. 13, Multicolored Shades, Ranchero. 12, Die Toten Hosen, ein kleines bisschen Horrorshow. 11, Netter App, Believe. 10, Violent Femmes, 3. 9, The Might Be Giants, Lincoln. 8, Mark Almond, The Stars We Are. 7, Jingo de Lunch, Aches to Grind. 6, Front 242, Front by Front. 5, Cassandra Complex, Satan Bugs Bunny. 4, Die Ärzte, Früher. 3, Philipp Bohr, Hair. 2, New Order, Technik. 1, New Model Army, Thunder and Consolation. Das waren sie also, unsere Offbeat-Charts und danach was Neues von Sonic Youth. Kennst du die, Andrew? Wie findest du die? Ich finde die ziemlich gut. Echt? Ja. Also ich finde zum Beispiel Chicone Youth auch gut, diese Coverversion. Die dann ich auch. Ja? Ja? Gut, lass mal die durchgehen. Hast du eine Liste von Lieblingsplatten eigentlich? Gibt es irgendwelche Lieblingsplatten, wo ich sag, du... Funhouse von The Stooges. Funhouse. Und Low. David Bowie. Und zur Zeit diese bulgarische Frauenchöre. Die bulgarischen Frauenchöre, die finde ich auch klasse. Da gibt es übrigens jetzt die zweite schön. Platte. Das ist wirklich gut. Ja. Ja. Und Bücher. Fällt dir auf Anhieb ein Lieblingsbuch ein? Jetzt sag bloß nicht die satanischen Verse von Rushdie. Nee, ja, hast du nicht gelesen. Hast du nicht gelesen. Eliot. Eliot? T.S. Eliot. Alles? Shakespeare ist auch. Shakespeare ist auch. Ich lese zur Zeit mit Milton. Mhm. Es gibt ja bei der Musik so eine Welle von, sagen wir mal, Plagiatoren, Leute, die was abkupfern, die daraus was Neues bauen. Stichwort Sampling. Ist das legitim, auch wenn das in der Literatur geschieht? Das heißt, fühlst du dich zum Beispiel durch solche Texte inspiriert für deine eigenen Texte? Also vom Stil schon. Mhm. Manchmal. Also von Ausdrücken und Ausdrucksweisen? Ja. Also ist durchaus eine Quelle für dich, wo du schöpfst? Eliot ist immer bei mir, mhm. So im Kopf. Und Shakespeare. Ja, Engländer halt. Engländer halt, ja, genau. Wann gehst du denn wieder mal zurück? Hast du überhaupt Sehnsucht noch nach England? Nee, ist grausam geworden. Zu viel Age. Zu viel Age? Ja. Hat Link Ray doch recht, hm? Bisschen. Einigermaßen. Einigermaßen. Und was ist noch schlimm geworden in England? Es ist tierisch teuer geworden. Ja? Ja. Also überhaupt keinen Drang mehr zurückzugehen?
Nee. Ich wollte eigentlich irgendwann ein neues Haus in Nordengland kaufen, aber da ich kein Geld habe. Tja. Also gut, wir blenden gleich das Spendenkonto ein für Andrew, wenn ihr auch alle wollt, dass er ein neues Haus in Nordengland... Commerzbank, Reeperbahn. Nach der Kontonummer musst du jetzt noch durchgehen, vielleicht kommt ja wirklich was. Habe ich nicht bei mir. Aber Frau Bremer bei der Commerzbank in der Reeperbahn, die weiß Bescheid. Die weiß Bescheid. Also müssen die Leute nur an Frau Bremer, Commerzbank, Reeperbahn hinschreiben. Das ist, glaube ich, Spielbudenplatz und das ist Hamburg. Nee. Weiter unten? Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Das ist, was ist denn das? Reeperbahn. Na gut, Reeperbahn. Kommt schon an, schickt's einfach hin. Das war sie auch schon, die Offbeat. Ich habe noch was zum Schluss, nämlich von den Chainsaw Zombies. Kennst du die? Guter Name, ne? Ja. Sind auch gute Jungs, leider leicht angeschlagen. Die sollten hier eigentlich in Hamburg auftreten, aber die Schlagzeugerin hatte irgendwie so eine halbe Lungenentzündung. Schlagzeugerin, sehr gutes Mittel. Auf jeden Fall habe ich sie noch fürs Interview gekriegt. Kurz was, schwedische Jungs sind irgendwie so schwer zu handeln, findest du nicht? Die sind irgendwie so komisch drauf. Ne? Die sind entweder voll zu oder sie sind gerade am Runterkommen, also katermäßig. Ne? Hast du noch nicht die Feststellung gemacht? Na gut. Die Chainsaw Zombies. Und das war's. Offbeat mit Andrew und mit mir. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche, oder? Ja, bis zur nächsten Woche. Klar. Ja, bis dann. Bis dann, ne? Ja. Tschüss.